EA Pro Productions liest Wiener Sagen. Heute die Speckseite am Roten Turm. Noch heute ist die Rotenturmstraße in Wien eine der wichtigsten Durchzugsstraßen. Ihren Namen hat sie von jenem Roten Turm, der einst dort stand und durch dessen Tor man in den Norden der Stadt gelangte. Der Wiener Humor muss schon damals ein ganz eigener gewesen sein, denn im Gewölbe des Tores war eine zwar aus Holz geschnitzte, doch eine echten aufs Haar gleichende Speckschwarte angebracht, sowie eine Tafel, auf der geschrieben stand: Befindet sich irgend hier ein Mann, der mit der Wahrheit sprechen kann, dass ihm sein Heirat nicht tät grauen und fürcht sich nicht vor seiner Frauen, der mag den Backen runterhauen. Es schien, als fürchteten wirklich alle Wiener und sämtliche Besucher dieser Stadt ihre Frauen, denn die Speckschwarte hing jahrzehntelang dort, ohne dass sie auch nur einer beanspruchte. Deshalb erregte es auch einiges Aufsehen, als sich eines Tages tatsächlich ein Mann bei den Stadtvätern einfand. »Bei mir daheim bin ich der Herr im Haus«, behauptete er, »und alles geschieht bei mir so, wie ich es will. Meine Frau und mein Gesinde haben gar nichts mitzureden und haben ausschließlich meine Anweisungen zu befolgen. Außerdem, meinte er noch, macht diese Tafel doch alle Männer zum Gespött.« Die Stadträte stimmten ihm zu, hatten nichts dagegen, dass sich der wackere Mann die Schwarte holte und veranlassten, natürlich mit großer Ankündigung, das Spektakel. Als es soweit war, wurde die lange Leiter aufgestellt. Stolz und selbstsicher kletterte unter dem Jubel der Menge der Hausherr hinauf, besah sich das gute Stück und kletterte wieder herunter, ohne es entfernt zu haben. »Warum habt ihr die Schwarte denn nicht mitgebracht?« fragte ihn einer der Stadtväter. »Die ist ja ganz dreckig«, rief er. »Die muss zuerst mal putzen. Ich hab heute meinen besten Rock an, und wenn ich den dreckig mach, dann schimpft mein Weib wieder mit mir.« Einen Augenblick lang hätte man die berühmte Stecknadel fallen hören. Dann brach die Menge in schallendes Gelächter aus. Der Held des Tages verschwand wortlos und mit hochrotem Kopf vom Platze. Die Speckschwarte blieb noch lange hängen. Keiner beanspruchte sie mehr. Erst als der rote Turm abgerissen wurde, verschwand sie auch, zur Freude aller Ehemänner, aus dem Wiener Stadtbild.